Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge von Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf. Im letzten Part sind wir eigentlich den Turm weiter hochgestiegen. Allerdings habe ich zu dem Aufnahmezeitpunkt jetzt gerade eigentlich das Spiel schon beendet. Und wollte natürlich die Bonusmission vorverlegen. Heißt, wir kümmern uns um das Haus des goldenen Apfels, wo wir noch mal 3 Missionen bekommen. Ein weiteres Damenrätsel natürlich. Was sehr schwierig ist scheinbar. Im Schach kann die Dame beliebig weit horizontal, vertikal, diagonal über das Brett ziehen. Also gut. Dies ist die Königin der Schach. Des Schachrätsels. Kannst du 8 Damen so auf dem 8x8 Schachbrett aufstellen, dass keine einer anderen Weg steht? Natürlich können wir das. Haben wir bereits des Öfteren bewiesen, dass wir das können? Und es sollte auch nicht allzu schwierig sein. Vor allem nachdem wir uns ja erstmal um den Rand kümmern und uns dann noch in Vorarbeiten. Wo natürlich das Ganze ein bisschen schwieriger wird durch so viele Damen. Allerdings sollte das passen. Die sollten sich alle nicht im Weg stehen. Oder vielleicht ja doch. Ja, okay. Ich sehe es gerade. Die wird von der hier unten geschlagen. Also ich muss das alles um ein Feld anders platzieren. Und selbst dann wird es noch von jeder Seite geschlagen. Moment, wie kann ich das Problem beheben? Ich fange mal oben in der Ecke an. Dann hole ich mir alle Damen in einem jeweiligen Einserabstand. Und sehe, dass das nicht so einfach ist. Das gleiche müssen wir jetzt natürlich auch mit der anderen Seite irgendwie schaffen, ohne dass die sich gegenseitig schlagen. Und dann fehlt mir irgendwo ein Platz für eine Dame. Passt das? Nicht ganz. Bis auf die hier passt das. Da stellt sich die wieder im Weg. Okay. Bis auf die 2 in den Ecken. Geht das? Was mit den Ecken ist ein bisschen doof. Da ich die halt auch nicht so platzieren kann. Ohne dass die sich gegenseitig schlagen. Heißt, ich muss. Ich meine, ich verstehe, wieso es so schwierig ist. Beziehungsweise wieso es so viele V-Cards dafür gibt. Es ist halt auch nicht das einfachste Rätsel, was man sich ausdenken kann.
Aber wir machen es trotzdem irgendwie, ohne dass sich die Damen im Weg stehen. Ich muss halt die ganze Zeit schauen, dass sich keine irgendwo doppelt platzieren. Es ist schon schwierig. Vor allem nachdem jetzt hier auf der Bahn eine fehlt, die ich allerdings nirgends platzieren kann. Weil hier wird sie geschlagen, da wird sie geschlagen, da wird sie geschlagen. Ich muss das irgendwo anders machen und die hier so nach drüben schieben. Dann fehlt in der Mitte. Und hier am Rand einer. Wenn ich die nach hier drüben gebe, muss ich noch zwei Felder hier übrig haben, wo ich die platzieren dürfte. Das Problem allerdings hierbei ist, das richtige Feld zu finden, wo sie nicht sich gegenseitig schlagen. Nachdem das hier so nicht funktioniert, muss ich die nach hier oben und die nach hier unten schieben. Und das kann auch nicht gehen, weil da das hier unten die steht. Also wenn ich die nach oben gebe und die nach hier unten, dann sind hier drei auf einer Linie. Die nach hier oben gebe. Es ist knifflig. Und die nach hier unten, dann habe ich hier wieder zwei. Da habe ich auch wieder zwei. Also ich muss auf jeden Fall jede auf eine eigene Bahn stellen. Und zwar so, dass sie sich nicht gegenseitig schlagen. Also ich kann jetzt natürlich eine in die Mitte platzieren und keine andere in die Mitte platzieren. Dafür kann ich dann eine hier platzieren, was am nächsten in der Mitte dran wäre. So wie hier. Da beginnt das Ganze zu bröckeln. Ich meine, es wäre deutlich einfacher, wenn ich jetzt einfach mal alle nur auf einer Farbe platziere. Dann weiß ich nämlich, dass die andere Farbe nicht besetzt ist. Also sprich, wenn ich jetzt hier in der Mitte die weiße Fläche nehme, wäre die nächste weiße Fläche, die ich nehmen kann, hier oben. Beziehungsweise hier oben oder hier oben. So gegebenenfalls auch hier oben. Auch hier unten wäre möglich. Oder hier auf der Seite. Und ab da ist dann das Problem, man muss sich entscheiden, welchen Platz man nimmt, der am wenigsten braucht.
dem Grund ist es ganz nicht so einfach. Ich würde sagen, jetzt, ich nehme jetzt einfach die Fläche hier. Dann haben wir jetzt schon mal die zwei in der Mitte. Von links nach rechts, oder von rechts nach links, wie man sehen möchte. Ohne dass die sich schon mal schlagen. Dann kann ich natürlich noch den hier reinpacken, weil da keinen stört. Dann wäre die nächste Möglichkeit hier. Und die darauf folgenden Möglichkeiten wären alle nur noch im dunklen Bereich. Wie zum Beispiel hier. Oder hier. Oder hier. Nee, hier vielleicht nicht, aber hier. Oder hier. Und so kann man das einfach ausgrenzen voneinander. Und genau für das wollte ich auch am Anfang, dass ich mir die hier so in einer Reihe aufstelle. Damit ich das besser ausgrenzen kann, wo ich eine Figur platzieren kann. Damit die im richtigen Feld ist, mit der richtigen Farbe. Weil das sollte klappen. Oder auch nicht, weil die sich gerade gegenseitig schlagen. Was halt deutlich schwieriger macht, den richtigen Platz zu finden. Ich meine, in dem Fall gehört der hier auf jeden Fall hier hin. Er muss, glaube ich, hier unten bleiben. Obwohl, nee, ich muss. Kann ich das irgendwie anders machen? Ach, das ist schwierig, das Rätsel. Ich kann es noch mal probieren, so wie am Anfang. Dass ich jeden um ein Feld versetzt, voneinander entfernen. Da sind schon mal hier die Flächen abgedeckt. Und hier die Flächen abgedeckt. Es sind nur noch die vier in der Mitte übrig, die jetzt so platziert werden müssen, dass sich keiner im Weg steht. Es sind jetzt noch zwei schwarze und zwei weiße Felder. Da wird's knifflig. Einerseits muss ich die in der Mitte irgendwie zusammenbekommen. Andererseits kann ich die in der Mitte nicht mehr zusammenbekommen, weil ich die alle blockiere. Das ist alles nicht so einfach, leider. Ich meine, das wäre fast gegangen. Nur
muss ich irgendwas verschieben, was mir gerade Probleme bereitet. Achso, ich verstehe, wieso sich die zwei schlagen. Nein, die schlagen sich auch wieder. Ich meine, mir war auch bewusst, dass ich für die Rätsel wahrscheinlich wieder Länge benötige. Beziehungsweise mehr Zeit einplanen muss. Die schlagen sich alle gegenseitig. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich fürs letzte Rätsel gebraucht habe von dem Damen. Aber ich glaube nicht allzu lange. Da weiß ich es gerade nicht mehr. Ich muss mir halt trotzdem irgendwo die Plätze markieren, wo ich noch Damen benötige. Es wird immer schwieriger und schwieriger. Bis ich wieder an einen Punkt komme, wo ich zwei Damen genau auf dem gleichen Fleck platzieren muss. Weil hier in der Reihe viel mehr. Okay. Die schlagen sich schon wieder alle gegenseitig. Es wäre auch einfacher, wenn man sich das irgendwo anzeichnen könnte auf dem Brett. In welche Richtung die Damen schlagen. Geht bis auf die Äußeren.
Es ist auf jeden Fall so nicht so falsch. Aber es fehlt mir einfach ein springender Punkt. Damit sich die nicht schlagt. Achso, der wird von hier unten geschlagen. Ja, das sehe ich einen. Da werden die zwei in der Mitte geschlagen. Das kann ich halt auch nicht austauschen. Schwierig, schwierig. Wo kann ich zwei Figuren tauschen, ohne dass sie sich gegenseitig schlagen? So, der wird von hier noch geschlagen. Die werden jetzt zugeschlagen. Ich meine, es ist ja eigentlich nicht so schwierig. Man muss nur schauen, dass man irgendwo einen Überblick behält. Und ich da die ganze drei Damen auf einen Fleck platziert. Ich gehe noch zu dem hier. Ja, die schlagen sich gegenseitig. Die zwei extra Damen sind halt ein bisschen doof. Das sind auch immer nur die zwei, die sich schlagen. Ich brauche ja auch eine andere Perspektive. Vielleicht sehe ich hier mehr. Ich meine, nicht wirklich. Aber vielleicht ja doch. Nee, das geht nicht. Ich packe jetzt noch mal auf eine Linie. Das Knifflige ist ja das, wo man anfängt. Man muss ja irgendwo anfangen, wo man sich nicht zu viele Chancen vertut.
Wenn man ran muss, man sowieso mindestens einen Traum platzieren. Ist halt immer nur die Frage, wo man sie am besten platziert. Schafft, dass sich die nicht gegenseitig im Weg stehen. Wenn ich so mache, habe ich mir einen Großteil blockiert. Da habe ich mir quasi jedes Feld blockiert. Gibt es ja irgendwelche nützlichen Hinweise? Du bist doch schon ein alter Hase bei solchen Rätseln. Warum versuchst du es diesmal nicht ohne fremde Hilfe? Ja, das weißt du, es gibt sage und schreibe 92 mögliche Lösungen für dieses Rätsel. Ja, 92 sind halt trotzdem nicht viel. Sich wieder gegenseitig. Damit ich mir am nächsten vertue, ist auf jeden Fall das hier. Der beste Ansatz. Dann habe ich nur noch das Problem mit dem Rand, was ich einfach nicht finde. Weil mit jedem Versetzen schlage ich wieder eine Figur mehr. Mir fällt einfach nicht
die richtige Lösung ein. Wo ich alle platzieren kann. Ohne eins zu schlagen. Weil egal wo ich platziere, es gibt immer zwei, die sich gegenseitig schlagen. Oder drei. Wenn ich dann mal glaube, ich habe eine Möglichkeit gefunden, sind wieder zwei da, die sich gegenseitig schlagen. Oder noch mehr. Was wird noch geben? Ich kann es noch überhaupt mit ich das zum 1 rein sitze, vielleicht dann. Brauche ich jetzt noch Felder frei? Hier, hier, hier und hier. Das. Das geht. Okay. Ja, die Rätsel werden nicht einfacher. Sehr gut. Du hast dich bis zu einem Schachbrett in Originalgröße durchgebissen. In der Schachwelt ist dieses Rätsel in genau dieser Konstellation als Damenproblem bekannt. Wenn du rotierte und gespiegelte Aufstellungen als eigene Lösung erwartest, gibt es 92 Lösungen für dieses Rätsel. Wartest du sie nicht? Wartest du sie nicht, gibt es 10.
Okay, das war schon mal ein guter Hinweis für 42 Lösungen. Wenn es nur 10 gibt. Ich glaube, die anderen sind da vielleicht. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass ich für das Darmproblem so lange brauche. Schwerer oder leichter. Und siehst du 12 Gewichte, die alle gleich aussehen. Eins davon wiegt jedoch nicht dasselbe wie die anderen. Leider musst du. Weißt du nicht, ob es schwer oder leicht ist. Du darfst genau dreimal wiegen, um herauszufinden, welches Gewicht es ist. Und die 5 ist die Lösung. Das war einfach. Stimmt, genau. Dieses verzwickte Rätsel ist unzuerkennen und berühmt. Wenn man Glück hat, ist die Lösung schnell gefunden. Überlege, wie du vorgehen könntest, wenn du beliebig oft wiegen dürftest. Naja, ich würde jedes einzeln wiegen. Und dann gehen wir noch zur 32. Fleet-Prinzessin. Die Prinzessin ist das Leben im goldenen Käfig leid und versucht aus dem Königsschloss zu entkommen. Doch oje, die Waffengegürtesten versperren ihr den Weg. Verschiebe die Kürze beiseite und buxiere den roten Klotz durch den Ausgang rechts. Die Freiheit der Prinzessin liegt in deiner Hand. Schaffst du es? Ja, natürlich. Das hatten wir doch erst im Turm. Das gleiche Rätsel. Nur nicht mit der Prinzessin, sondern mit der Magd. Das ist diesmal nicht so einfach wie im Turm. Da habe ich hier einen Block, glaube ich, mehr haben. Der uns hier den Weg versperrt. Beziehungsweise einen violetten Block so rum. Ich glaube, da hatten wir nur einen violetten und nicht zwei. Und die violetten Blöcke sind halt schon sehr doof platziert. Immer noch nicht so doof wie der blaue Block da oben. Aber doch schon ein bisschen nerviger. Nachdem wir nur zwei Felder Platz haben, um uns frei zu kämpfen.
und ich die zwei Felder halt nicht voneinander trennen darf. Wie in dem Fall. Wie bekomme ich den Violetten da weg? Ich muss auf jeden Fall entweder die violetten Hände in den roten Block irgendwie schaffen oder die blauen. Vielleicht schon mehr ist nicht übrig, um das Ganze wegzutragen. Wenn die Grünen kommen, bekomme ich auf jeden Fall dahin zu. Wahrscheinlich gibt es bei dem Rätsel auch keine Hinweise mehr. Ich muss irgendwie die Violetten nach hinten bekommen. Sonst komme ich hier nicht rum zu. Für das muss ich den blauen nach vorne bekommen. Thank you.
Nee, das geht nicht. Da habe ich mir wieder die zwei Wege getrennt. Ich meine, ich kann die Blauen halt einfacher schieben als die Violetten. Das ist doch vollkommen verständlich. Was ich halt nicht verstehe, ist, wie bekomme ich die Blauen und die Violetten aus meinem Weg raus? Weil es steht immer einer doof da. Entweder ein Blau oder ein Violetter. Meistens gehe ich dann einfach im Kreis. Der Violett zu dem Weg. Ich darf, wie gesagt, die Spalten nicht voneinander trennen. Ich denke, ich nur die zwei habe, um irgendwas zu machen.
das mit dem Violetten ist so nervig. Gar nicht wissen, wie wenig Züge man das Ganze schaffen könnte. Das frustriert mich gerade ein bisschen, dass ich die Violetten hier nicht nach hinten bekomme. Okay, ist doch nicht der richtige Zeitpunkt zum Nachdenken. Schafft sich nicht so schwierig, wie ich gerade noch. Das wiederholen mich, glaube ich, zu oft. Ich weiß auch nicht, wie ich sonst irgendwie hier rauskommen soll. Weil da blockiere ich mir wieder mit den doofen violetten Dingen. Die grünen. Bin ich wieder festgefahren. Da kriege ich halt keine Grünen hoch. Ich weiß nicht, wann ich hier wieder rauskomme von dem Ganzen. Thank you.
Tipps helfen mir auch nicht weiter. Oder du magst auch aussehen, als befindest du dich schon in einer Sackgasse. Kaum dass du mit dem Schieben angefangen hast. Solange du aber nicht immer die gleichen Schritte wiederholst, wirst du den roten Klotz früher oder später durch den Ausgang kommen. Schieberätsel wie dieses eignen sich nicht besonders für Hinweise. Also lautet der erste Hinweis, kümmere dich nicht um die anderen beiden Hinweise. Er hat offenbar unbedingt einen weiteren Hinweis, wenn du es verbrauchen wolltest, kriegst du jetzt einen kleinen Tipp. Versuche, die länglichen Lidernklopfe aus dem Weg zu schieben, indem du sie in die obere rechte oder in die untere linke wegbuxierst. Wenn du es geschafft hast, sind die langen blauen Glötze viel einfacher zu handhaben. Das weiß ich schon. Schiebe eine blauen Glötze auf die rechte Seite des großen roten Klotz. Dann bringst du beide blaue Glötze nach ganz oben oder ganz unten. Das sollst die Angelegenheit vereinfachen. Ja, irgendwie tut's das nicht. Ich weiß nicht, inwiefern das Ganze vereinfachen sollte, aber macht's nicht. Ich krieg nicht mal einen Klaps nach unten oder nach oben. Es war ja auch nur Zufall, dass ich das irgendwie geschafft hatte. Mich stören ja mehr die violetten als blauen Klötze. Wobei die stören mich schon, wenn es ums rein vorwärts gehen kommt. Aber ich darf die Klötze halt nicht voneinander trennen. Das ist eine Sache, die ich jetzt gelernt habe. Und wenn ich sie voneinander trenne, dann so, dass ich hier die grünen Klötze hinbekomme. Thank you.
Jetzt habe ich's. Endlich. Oh. Na gut. Da hätten wir zumindest die Rätsel des goldenen Apfels auch gelöst. Und hätten das Haus des Rätselmeisters freigeschaltet. Allerdings, bevor ich jetzt hier weiter noch welchen Part trotzdem an der Stelle auch schon beenden. Ich danke euch fürs Zusehen. Lasst ein Like da, was euch gefallen hat. Wenn nicht sowas wollt, könnt ihr euch gerne ein Abo da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Professor Layton. Das Ganze wird auf wieder. Ciao.